Hallo Leute und willkommen zurück zu Star Stable Online. So, wir haben jetzt letztens wieder ein paar Gebiete erforscht. Aber mal schauen. Erforschen den Tal des gefrorenen Nebels. Spuren im Schnee. Wenn wir gleich beide annehmen. Das Tal des verbogenen Dinosauriers erstreckt sich also viel mehr in Richtung Osten, als ich zuerst vermutet habe. Das waren interessante Beobachtungen, die du auf deiner Expedition gemacht hast. Um das Tal des gefrorenen Nebels zu erforschen, wird wohl eine längere Expedition als zuvor benötigen. Du bist vielleicht etwas müde und hungrig. Du musst nicht mehr heute machen, wenn du nicht willst oder kannst. Aber es muss bald gemacht werden. Okay, und ich kriege einen Sattel dafür geschenkt. Okay, und Spuren im Schnee. Man sagt, dass es Spuren im Schnee dicht neben uns auf der gefrorenen Talsee gibt. Jetzt kann die Spur des legendären Schneemenschers sein. Mach dich gleich auf den Weg und spür sie auf. Stell dir nur vor, wir wären die Ersten, die den Schneemenschen finden. Nimm die Kamera und mach ein Bild, wenn du den Schneemenschen zu Gesicht bekommst. Ein Bild von ihm ist enorm viel wert. Gar nicht davon zu reden, was für die Wissenschaft bedeutet. Okay. Also. Dann schauen wir mal zuerst noch diesen Fußtapsen. Noch den Fußtapsen. Nee. Ich reite wieder mal hier irgendwo hin. Okay. Tapsen, so viele Tapsen. Ups. Nein, nicht schon wieder Abflug. Mann! Tapsen, so viele Tapsen. Tapsen. Noch mehr Tapsen. Yeah, Koffer. Nein, kein Abflug. So, jetzt bin ich aber gespannt. Tapsen. Und endet hier. Ich sehe aber nichts weiter. Vielleicht kann es fliegen. Hier gehört mir schon wieder was von mir. So. Okay, du machst deine Höhle. So, jetzt muss ich irgendwie wieder runter. Das ist so unschuld, aber Angst, dass das so gleich abbricht, hey. Nein! Fährt! Diesen steilen Hügel rauf. Weil so steil ist der denn einmal.
Hey. Sind wir schon zurück zu Nick? Nein, ich glaube nicht, dass das von Nick ist, oder? Bei doch. Naja, wenn wir da sind, können wir es ja glauben gehen. Ich mag die Musik hier. Total schön. So, dann gehen wir das mal ab. Stein. Was? Die Spur hat sich in den Bergen aufgehört? Typisch. Wahrscheinlich hat es wieder geschneit. Der Schnee, der im Winde herumwirbelt, verdeckt alle Spuren innerhalb kürzester Zeit und das macht es sehr schwer, Hinweise auf Schneemenschen zu finden, wenn es sie gibt. Okay. Geht es jemand da nicht weiter? Okay, und dann werde ich aber fix da drüben die Plätze dokumentieren. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder hier zurück. Bye, Nick. Bis gleich.